Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ich glaube, der Weg hier ist aber erstmal gar nicht so verkehrt, wenn ich hier gehe. So. Einmal anheben. Und hier gilt hoch. Hallo. Uhu, langsam wird es ernst. Du musst nur noch zwei Aufgaben bestehen. Die erste wartet im Osten der Gebirge. Die zweite im Westen. Nun geh schon. Der Windfisch wacht bald auf. Wir könnten eigentlich noch mal ein bisschen das Gebirge erforschen. Bevor ich jetzt nämlich mit der Aufnahme Schluss mache. Hier war ich zwar wahrscheinlich schon 34 Milliarden Mal. Mindestens. Wenn ich hier weiter nach oben gehe. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Nichts war hier. Sehr gut. Ich könnte vielleicht mit der Schaufel was finden, aber da muss ich meinen Boomerang wieder eintauschen. Wobei ich glaube, ich habe den die Schaufel öfter benutzt als den Boomerang. Ist ja auch egal. Alle weg! Lasst mich in Frieden! Achso. Nee, ich habe jetzt keine anderen Möglichkeiten, keine besseren auf jeden Fall. Und ihm irgendwie anzustinken. Zack, zack. Dankeschön. Und wieder lande ich gleich bei dem Herzteil, wo ich unbedingt wissen möchte, wie ich es kriege. Vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal so ein tolles Item. Oder ich komme jetzt irgendwo hin. Ah, Mann! Das ist unglaublich. Ja, vielleicht. Das habe ich doch gar nicht ausprobiert. Warte, 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 warte. Ja. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Ich gebe nicht auf. Na gut. Ach, guck mal, wie praktisch. Hier war aber, glaube ich, nichts mehr, ne? Außer dieser Weg, der mir sagt, jo. Nein! Warum kann ich den immer noch nicht anheben? Mann, das war meine große Hoffnung. Ohne Scheiß. Boah, okay. Ist halt so. Was soll ich machen? Gehen wir erstmal hier weiter. Ich weiß schon wieder nicht mehr. Da komme ich raus, wenn ich mit dem Floß fahre, glaube ich. Da unten komme ich zum Tempel. Wo bringst du mich hin? Ach, zu den Brücken. Über sieben Brücken. Musst du das Teil der Macht einsammeln? Was war da oben nochmal für ein Johnny? Hi. Oh Gott. Wenn ich mir so alles mal merken würde, ne? Echt, wo jetzt was wie welche Höhle macht. Keine Ahnung. Haben wir den hier, ne? Achso, kann ich jetzt. Die kann ich auch noch nicht anheben. Was ist das denn für eine Kacke? Ich kann Elefanten anheben, hallo? Mann, echt, ey. Oh Gott. Nein! Wir machen das jetzt anders. Komm. Da war auch eine Höhle, ne? Gehen wir erstmal da rein. So, hier. Hallo? Na? Alles klar? Ach, nerv mich nicht. Wo schmeißt du mich raus? Mhm. Ach, hier bei dem Typi, der nicht mehr da ist. Gut. Vielleicht. Vielleicht, ne? Nein! Ich fand, der Versuch war es auf jeden Fall wert. Okay, komm, wir nehmen unsere Sprinty-Sus. Und hier ist gleich in grün. Hau ab. Nervt mich nicht. Ich kann mir sowas einfach nicht merken, ne? Dann gehen wir jetzt mal hier weiter nach rechts. Hier waren wir zwar auch schon mal, aber... Bin sogar relativ sicher, dass wir hier schon mal waren. Aber da habe ich bestimmt auch gegraben. Ach, geh mir hier auf die Zwiebel. Ich habe gar kein Interesse, euch zu vernichten. Ich will auch. Da kann ich auch hoch. Kein Herz, wieso nicht? Ich traue mir... Ja, komm. Da war ich, glaube ich, schon auch ein paar Mal, oder? Oh, nein. Okay. Ja.
Warum gibt es denn da keinen Aufzug, sag mal? Komm hier hoch. Hoch da. Hoch die Tassen. Ja, sollen wir nochmal ins vierte Dungeon gehen? Nee, ne? Machen wir nicht nochmal. Was war hier nochmal? Ach, du hast mir das lustige Lied beigebracht, was ich nie wieder anwenden werde, auf jeden Fall. Ja, vielleicht doch noch irgendwann mal. Wenn ich auch irgendwann mal das siebte Instrument haben sollte, so in 8 Aufnahmen, ne? Dann... Oh, das ist ja auch noch ein Ende. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen die Map absuchen, eine Aufnahme lang. Einfach nur, um zu gucken, ob ich irgendwo irgendwas vielleicht übersehen habe. Ich will auf jeden Fall die Zaubermuschel haben. Ich will die letzte Zaubermuschel finden. Kann nicht angehen. Ne, dass ich jetzt so kurz vorm Ziel scheitere. Wisst ihr was, ich höre jetzt hier auf. Nein, ich fange da bei der Fischhöhle an. Ja, ein Stückchen schwimmen wir noch zusammen. Was haltet ihr davon? Nee, aber egal. Wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen und ein komplettes Dungeon geschafft. Also gut, ganz komplett war es nicht, ne? Aber ich sag mal, ungefähr die Zeit habe ich letztes Mal dafür verwandt, es nicht zu schaffen, ja. Und nicht nur es nicht zu schaffen, sondern auch einfach nicht weiterzukommen. Gucken wir nochmal, was hier ist. Also, das war natürlich auch richtig clever von mir wieder, ne? Ja, aber im Endeffekt, deutlich besser als letztes Mal. So lässt sich das vermutlich ganz gut zusammenfassen. Ah, da oben. Ich glaube, da oben war kein Teleporter, oder? Ich würde es fast so bezweifeln wagen. Ne, der war der eine. So, der in der Nähe vom Zoodorf, meine ich, ne? Ne, okay. Bringt dir nichts, ey. Schade. Versuch war es aber auf jeden Fall wert, fand ich. Auch wenn jetzt wieder alle Gegner leben. Boah, ist das ein Scheiß. Mann, das nervt mich so. Wobei, ich, das war ja wirklich probiert gegenüber Studieren, ne? Und ich, das Schlimme ist... Wisst ihr, was das Schlimme ist? Bei der nächsten Aufnahme werde ich genau da nochmal reinspringen. Das ist mir jetzt schon so weit von klar wie Kloßbrühe, ne? Egal. Wir warten noch, also wir gehen auch einfach mal in das nächste Häuschen rein, was uns so jetzt vor die Füße fliegen tut. Gut, wie gut, dass es einfach mal gar keins ist. Auch nicht schlecht. Aber hier... Entschuldigung. Aber hier nochmal, hier war gar nichts, ne? Hier war einfach nur ein kleines Feld, wo ich mich ein bisschen bewegen darf. Okay. Dann düsen wir nochmal eben dahin. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse diese Waffenwechsler. Ich bin echt zu faul für, ne? Das ist echt ein Problem. Weil es hier so unkomfortabel ist. Also nicht unkomfortabel, weil es irgendwie so eine krasse Tastenkombination ist, aber immer ins Menü. Und dann landet man wieder über der Flöte oder so, ne? Dann hängt er da wieder fest und dann drückt man den Knopf, um das auszuwählen. Und dann dachte ich, boah, ne. Das sind so Fummelskram-Sachen, die rast ich aus. Also nicht, dass es hochkomplex wäre, ne? So das Item jetzt auszuwählen, aber... es sind viel zu viele Knopfdrücke dafür, dass ich mal eben kurz einen Stein wegschieben will. Aber hey, das ist keine Kritik am Spiel, ne? Ich meine, man muss mal überlegen, von wann das Spiel ist. Und wie viele Knöpfe man auf dem Gameboy hatte. 4. Mhm, Start Select mit eingerechnet. Okay. Nein! So. Gut, dann wären wir schon mal hier. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Nein, offensichtlich nicht. Sonst würden wir hier irgendwas finden, was mir gefällt. Cap. Los. Und dann ist das jetzt hier... das Objekt der Begierde. Flupp. Dankeschön. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Oh, können wir alle machen. Nein! Komm, lass mich in Ruhe. Ich könnte eigentlich mal zu Geier, weil die mir nochmal ein Fläschchen holen, ne? Aber ich gehe jetzt von hier aus bestimmt nicht weg. Was kann ich aber für dich tun? Heutzutage ist dem Hühnern nichts mehr los. Früher flogen und flatterten sie. Es war eine Freude. Und jetzt keine Power mehr. Kaka, kaka. Entschuldigung. Zauberpulver? Oh Gott! Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Hallo? Ich interessiert dich, dass ich deine Hühner gerade getötet habe. Okay. Brauchst du vielleicht Zauberpulver? Der füttert sowieso gerade seinen Boden nur noch.
Und auch ein Boden, auch ein Hoden, genau. Muss wohl genährt sein, richtig. Okay. Was ein Scheiß, ey, okay. Also, er hat gesagt, ich muss fliegen. Der Uhu-Mensch. Oder mach ich nicht, der den Kleber macht. Alter, mit der Nase bring mich um. So. Große Preisfrage. Oh! Ich habe die 20 bekommen, glaube ich. Oh Gott. Und ihr habt mich nicht angelogen. Ich brauche nur 20, richtig? Richtig. Ab! Ich traue mich nicht, da runter zu springen. Da traue ich mich hingegen schon eher. Ich möchte aber nicht runterspringen. Warum willst du denn da nicht runterspringen, du Ochse? Da! Spring! Da kann ich auch nicht runterspringen, okay. Von mir aus. Ich bekomme Hunger. So, aber hier können wir eigentlich so... Ach, da können wir auch nicht runterspringen. Was darf ich denn hier überhaupt? Nichts darf ich hier, ne? So, nächstes Mal ist auf jeden Fall der Muschelbazar dran. Oder macht das Sinn, da jetzt schon mal hinzugehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich schon, weil da kriege ich wahrscheinlich das Überschwert oder so. Überschwert, meine ich natürlich. Ah. Okay. Oder auch nicht, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Das A war ich ja eben nur totaler Schwachsinn, was ich dir erzählt habe. So, okay, da können wir auf jeden Fall uns mal rüber schwängeln. Dankeschön. Und hier genauso. Oh, ja. So, dann sind wir jetzt hier. Toll, nicht? Oh, fuck you. Fee? Alter, die geben so tolle Sachen her, ne? Nee, den Fehler hab ich doch schon mal gemacht, oder? Warum lebst du denn wieder? Okay. Da war ich schon tausendmal. Ja, hab grad spontan zumindest keine Idee. Ich weiß nicht, hab ich irgendwo mal die Dinger gesehen. Ja, also hier den Schlüssel und sowas. Komm auf die Map. Der hat irgendwie auch jeden Screen durchsucht, ne? Level 7 Adlerfestung. Ich weiß, ich war da hinten auch schon mal, okay. Hm. Schnauze, Schnauze. Dann möchte ich da doch vielleicht doch nochmal hin. Oh, wir müssen von unten lang. Das kann natürlich auch sein. Es wäre natürlich schon mal geil, wenn ich zur nächsten Aufnahme direkt schon mal den Zugang auch hätte. Dankeschön. Was hat der Macht erhalten? Bla 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 bla. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie irgendwo einen Weg. Na, leider natürlich nicht. Hau ab. Schön. Gefällt mir. Ich muss immer auf jeden Fall nochmal nach oben gucken. Genau. So, dann gibt es hier nochmal einen kleinen Gebirgspass. Das ist die Berge des Wahnsinns. Die gab es im zweiten Teil. Die waren echt zum Kotzen. Aber der zweite Teil war eigentlich echt nice. Grundsätzlich. Muss ich auch mal vielleicht mal überlegen, ob ich da mal einen Stream. Ich habe das erstmal durchspiel 24 Stunden für das Spiel gebraucht. Weil ich natürlich auch ohne Internet irgendwas machen wollte. Aber wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. So, runter möchte ich nicht. Höhlenchaos 5000. Und dann gehen wir jetzt mal hier in das nächste Höhlchen rein. So. Wo komme ich raus? Ah ja. Komm, komm, ich sterbe. Na, du sollst nicht wegstechen. Kein Wegstecken. Ihn abstechen. Hast du missverstanden? Ah, okay. Und dann haut ab. Kann eigentlich runterspringen, oder? Flups. Genau. Aha. Die Frage links, rechts, nehmen wir links. Ja, komm. Lass uns mal heilen. Lass mich deine Wunden heilen. So, nehmen wir jetzt die letzte Höhle. Oh, ich hoffe mal die letzte. Mach ich mich glücklich. Danke. Und wir sind irgendwo.
Ah, du dumme Drecksau. Ich hasse dich. Hallo. Guten Tag. Oh, bisschen nackig. Scheiße, ne? Gerade. Ich will die mal alle jetzt hier. Kann ich euch wegschmeißen? Cool. Schon assi, ne? Guck mal. Das sieht aus wie ein Totenkopf hier, ne? Die Höhle. Mit den Augen und so. Tada! Waren wir hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Ach, ja, 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 ja. Götterauhorn. Bla, 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 bla. Wir kennen schon. Ah, okay. Aber jetzt haben wir eine 50%ige Chance, ne? Gucken wir mal, was hier passiert. Tada! Oh! Oh! Haben wir hier schon mal? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Es tut mir leid. Er sieht ja alles für mich. Ja, hier waren wir schon mal. Okay, die drei kann ich mich noch dran erinnern. Okay, wir müssen erstmal irgendwie an den Schlüssel rankommen. Gut, das könnte ich ja vielleicht schon mal versuchen in Erfahrung zu bringen. Offscreen, bevor ich dann jetzt hier ans Eingemachte gehe. Also bringt uns das, glaube ich, alles nichts. Also ich will nur noch einmal kurz zum letztendlichen Ort, wo wir hin müssen. Ah, die Frage ist jetzt. Was ist überhaupt die Frage? The question is, what is the question? Mit ganz viel Rumgelispel. Und Versprechen. So. Zack. Totkopfhöhle. Gut. Ah, warte. Aber guck mal, da ist doch auch so ein Viech. Und der hat mir gesagt, alle Sachen, die nicht so... Ich mag dich nicht. So, sind wir wieder hier. Nein, stopp. Mal jetzt Folgendes. Wir speichern hier nämlich ab, bevor wir in die Höhle landen. Nee, gut, einen haben wir auf jeden Fall geschafft. Haben die 20. Zaubermuschel gefunden. Und müsst ihr jetzt zusehen, wie wir an den Schlüssel kommen. Ich werde wahrscheinlich... Ja, ich denke, ich werde es machen. Ich werde einmal auf meiner Flöte spielen, nämlich wieder zurück zur Mitte der Karte beamen lassen. Werde dann Telefonhäuschen aussuchen beim nächsten Mal und hoffen, dass es mir irgendeinen sehr guten Hinweis gibt. Ich meine, ich habe den Schlüssel schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und ich komme damals noch nicht dahin, weil ich glaube, ich brauche einen Enterhaken nämlich dafür. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß es nicht. Gut, aber ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen gucken. Werde auf jeden Fall zum Muschelbazar gehen, meine 20 Zaubermuscheln einlösen. Und dann hoffentlich was ganz, ganz Tolles dafür kriegen. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß bei der heutigen Aufnahme hattet. Bedanke mich fürs Zuschauen und sag dann einfach bis zum nächsten Mal, ne? Also bis dahin. Tschüss.